Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir spielen heute weiter. Wir sind hier in der Polizeistation, tragen zu viel mit uns rum, sodass wir nicht rennen können. Deswegen suchen wir kurz unseren Freund Cotsworth auf. Reden haben wir denn? Ja, wunderbar. Inventar, meine Waffen, nein, Kleidung. Komm, das mal weg. Haben wir Schrott dabei? Ja, komm, Gib mir mal unseren Schrott. Damit wir ein wenig leichter werden. Wir haben nicht viel zu viel dabei. Ohne unseren Anzug können wir das nicht alles tragen. Munition. Inventar, meine Waffen. Da brauchen wir auch nicht alle. Spitamin haben wir auch noch nie benutzt. Institutgewehr, das haben wir bereits. Schrotflinte behalten wir natürlich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Ja, wir sind in der letzten Folge hier der Bruderschaft der Schrottsammler, Eisenjungs beigetreten. Ich weiß nicht, ob wir immer noch der General von den Minutemen sind. Wir haben auch schon eine neue Aufgabe bekommen hier von unseren neuen Freunden. Die wollen, dass wir das Commonwealth reinigen. Ja, das Erkundungsteam der Bruderschaft, ja. Ja, wir haben zu viele Aufgaben, irgendwie. Ich würde sagen, wir machen das alles mal weg und machen als erstes erstmal das. In der Hoffnung, dass es am einfachsten ist. Gut, wir müssen hier in der Stadt bleiben. Dafür steigen wir in unseren Anzug ein. Ohne Anzug ist es doch dann ein bisschen, ich glaube doch, zu unsicher. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon auf dem Weg, mein Freund. Wir müssen denen jetzt hier erstmal helfen, um ja, uns quasi zu beweisen, würde ich sagen. Um zu zeigen, dass wir zum Team dazugehören. Und dafür legen wir jetzt einfach mal von diesen Zombie-Jungs um, die durch die Gegend hüpfen. Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, unsere neuen Waffen zu testen. Gehen dann gleich nochmal ins Menü und gucken, ob wir dann vielleicht noch die Pistole. Ist aber nämlich nicht, glaube ich, auf unserer Schnellauswahl. Was haben wir hier? Ein süßer kleiner Skorpion. Ich weiß nicht, ob wir dem begegnen wollen. Sind wir ihm schon begegnet? Ich weiß es nicht. Wenn man hier so sieht, ist es immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie groß der dann in freier Wildbahn ist. Aber so wie ich die hier kenne, ist er nicht klein. Heute laden wir aber lange. So, geht nochmal ganz kurz hier rein. Geht aufs Inventar, Waffen. Das nicht. Magic-Pistole. Nehmen und dafür Institutpistole, automatische Institutpistole, die legen wir mal. Leuchtpistole, das haben wir hier recht. Ja, Gewehr, Laserpistole. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Auf der 1 unsere Standardwaffe, die 2. Hier das Dingsgewehr, die Schrotflinte. Das Impro-Pistole. Normale Laserknarre, das Lasergewehr. Größeres Lasergewehr. Und das. Die Leuchtpistole. Wir nehmen jetzt einfach mal die Waffe. Und marschieren los. Was zeigt
uns das Radar hin. Okay, wir haben den Gewehrkolben. Okay, wir müssen eigentlich hier hoch. Kurz vor, es muss an unserer Seite sein. Der ist ja auch ganz gut gegen die Jungs da. Ah, da hinten sitzen sie schon. Was ist mit dem hier? Der hängt hier ab. Uah! Ja! Trifft ja gar nicht. Wir nehmen eine andere Waffe. Aber gut, dass wir kurz was hatten. Sehr schön, Kosmos. Sind wir schon hier, wo wir hin sollen? Ah, ich befürchte, wir müssen hier runter. Ich möchte da hinten nochmal schnell in den LKW reinbunsen. Da, wo der Typ da sitzt, was haben wir hier noch? Hoffentlich Geld, ja, schön. Ordner nehmen wir auch mal mit. Regenschirm brauchen wir jetzt nicht. Alte Zeitung. Okay, ich glaube, wir können weiter. Jetzt hin. Sehr schön. Zähnchen können nicht schaden. Wow. Ach komm, das nehmen wir mit. Da hinten habe ich noch mehr von den Heinis gesehen. Aber auf Nahkampf ist das hier mit der Zieloptik da nicht so ideal, natürlich. Aber ich glaube, das war knapp. Kronkorn, Patronen. Kronkorn, Patronen. Ich frage, was gibt es hier Tolles, dass man hier Minen legt? Das ist einer. Nicht so wirklich effektiv. Also Kotzfuss mit seiner Säge ist echt ein Segen. Ah, wir haben jetzt auch nicht. Gucken. Dann nehmen wir doch lieber wieder die. Mal schauen, was hier hinten. Nicht schlecht, Herr Specht. Sehr schön, sehr schön. Aber hier kommt man doch bestimmt irgendwie hoch. Lass mich mal durch. Ich möchte gern da hoch. Wahrscheinlich hier rein. Selbstschussanlage, wie süß. Jetzt hoffe ich ja mal, dass wir jemand, dass sie so gut bewacht, dass sich das lohnt, was er hier bewacht.
Unsicher Klammern, ja, Klebeband. Gut. Schrotpatronen sind immer gut. Improvisoren haben wir mittlerweile mehr als genug. Auch gut. Hier oben haben sich wohl verschanzen hier irgendwie, keine Ahnung. Patronen. Lupe nehmen wir nicht. Improwaffen nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Funkhaken, Patronen. Nee. Noch mitnehmen. Kronkorkenvorrat. Die Flaschen nehmen wir auch mit. Kippen können wir auch gebrauchen. Ich misstraue der ganzen Situation noch ein wenig. Gegen wen kämpfst du? Wow, fuck. Jetzt sind wir hier abgestürzt. Eine Orle Zeitung. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, der Besitzer kommt in nächster Zeit nicht zurück. Hier gibt es. Da liegt auch noch was. Kronkorken können wir mal brauchen. Dann geht's hier runter. Hier gibt's aber nichts mehr, was uns irgendwie interessieren könnte. Dann gehen wir doch mal da runter. 62 Schuss. Naja, muss noch ein bisschen sparsam mit umgehen. Dann gehen wir hier runter und schauen mal, was es hier unten so alles für uns gibt. Und säubern das Gebiet vor den bösen Wichten. Ich hoffe, die sind tot. Klebeband. Hier, Impro-Pistole. Und Futter. Ach. Ich habe ja meinen Hundi. Wir haben ja sogar einen Hundi. Ich glaube, den müssen wir nicht füttern. Sonst wäre er wahrscheinlich bis jetzt schon längst verhungert. Das sieht mir doch aus wie eine Sprengfalle. Wir umgehen sie mal. Was haben wir hier? Patronen. Räderrüstung. Nee. Lassen wir das mal hier. Dass ich auf Nummer 1 anlaufen kommen kann. Mhm. Ja, dann nehmen wir das nochmal. Können wir das jetzt, haben wir das jetzt mit den Waffen? Pro Supermutanten. Komm, das legen wir mal. Ist immer hin. Diese Muskete. Die 4.
vermute einfach mal, dass das hier die Supermutanten sind. Okay. Was hat der hier? Nehmen wir mit. Schuhpatronen, Cocktail. Ritterrüstung. Nein, nein, nein. Okay, was ist. Was mag mit dem Kind hier passiert sein? Ich glaube, ich möchte das gar nicht wissen. Ich finde es hier ein bisschen unordentlich. Ja! Haarklammern. Ja, super. Das haben Sie im Nu geknackt. Tja, haben wir schon erledigt. Kurz was, haben wir schon erledigt. Hier gibt es nichts. Was ist das? Vakuumröhre, das können wir bestimmt brauchen. Mit Sicherheit brauchen wir das irgendwo, irgendwas. Da zappelt doch einer rum. Aber scheinbar waren die Raiders auch schon hier unten und haben da versucht, das Beste rauszuholen. Waren aber nicht so erfolgreich. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Können wir aufhören mit seinen Durchsagen? Ich finde das nicht so toll. Brotkasten, genau, weil hier unten ein Brotkasten rumsteht. Ist das? Was ist das? Schimmeliges Essen. Schloss sieht stabil aus. Na toll. Marken. Ich will dahin. Da liegt ein Comic. Lass mich durch. Hier so ein Dix-Roboter. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Na gut, dann gehen wir einfach mal. Hier runter wahrscheinlich ist. Spielt es keine Rolle, ob wir da hinten runter gehen oder hier runter. Ja. Was ist denn da los? Druckhaken. Bam, Kopf weg. Kronkorken. Ja, nicht. Ja. So, hier unser Brutzelfreund. Hat er noch was für uns? Kommen wir jetzt wieder ID da in die Tür rein, vielleicht? Ich will da schon gern hin. Das Schloss kriege ich nicht auf. Nichts, das liegt hier wohl auch schon einen Moment. Ah, das Commonwealth. Ein Durcheinander nach dem anderen. Besser als Hausarbeit. Sicherheitsterminal. Schauen wir nochmal in der Sicherheitsterminal. Passwort erforderlich. Ja, super. Geschafft. Ja, das ging ja mal einfach. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich die Steuerung. Grundsteuerung Interface 2.0. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Status: Einheiten
Laden inaktiv. 5-2 Einheiten mit diesem Terminal verbunden. Bitte auswählen. Einheiten. Da schauen wir das mal rein. Standard, U-Bahn-Begleitung, Gerichtsvollzug, Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion. So viel zurückgesetzt. Laden, bitte werden Sie Personal in der Nähe. So, um einen Platz zu machen. Weitergehen, Bürger. Du bist ja ein ganz schlauer. Gut, jetzt gucken wir mal oben. Oben stand ja auch noch eine drinne. Vielleicht ist der jetzt von innen die Tür aufgemacht. Genital. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen das haben. Bekleider verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Sehr schön, sehr schön. Und dann noch ein Tresor. Nehmen wir Krimskrams mit. Und hier Medizin. Da ist leer. Nehmen wir die Cola. Sicherheitsterminal, da ist wahrscheinlich das gleiche wie unten. Münzen, Münzen, Münzen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich sag mal, das ist der gleiche wie unten. Wir müssen jetzt nicht versuchen. Wo ist er hingedappt? Man weiß es nicht. Sauber bleiben, Boston. Bitte werfen Sie Nahrungsreste in die dafür vorgesehenen Müllbehälter. Sehr gut, mein Roboterfreund. Ich freue mich. Kommt raus und kämpft! Und der letzte macht uns auch platt, oder was? Hat uns das Beinchen kaputt gemacht. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Dann schauen wir doch mal, was die hier zu bieten haben, was wir unten noch finden. Vielleicht können wir ja das. Hier haben wir nichts. Auch nicht. Kronkorken, Patronen. Das nehmen wir mit. Das ja, die nehmen wir auch mit. Viel zum Tragen, oder? Ja, Gott sei Dank, komm her. Brauchen Sie? Ja, ich brauche dich. Inventar, meine Waffen, Kleidung. Weg damit. Hilfsmittel, diverses Schrott. Ja, alles. Alles. Nimm es. 14 Minuten auf Plattform. Hier haben wir alles rausgenommen. Den Wecker nehmen wir mit. Wir jetzt eigentlich nur wieder hier. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Kronkorken, Plastikmesser brauchen wir nicht. Hat sich jemand versucht zu verbarrikadieren? Hier könnten wir ein Schlimmerchen machen. Ah, der Kollege. Drohnen. Diese Raider haben wohl ihr Ende als Festmahl für Drohnen gefunden. Tierband, schau, das Essen sieht Essen aus. Was? Ja. Zigaretten. Immer gut. Nein, Zigaretten sind natürlich schlecht.
Frostschutz vielleicht auch mit. Zack, ich mich erschreckt. Ein Köfferchen. Schön. Haarklammern nehmen wir mit. Den eleganten Hut lassen wir dem guten Mann hier. Ja. Was haben wir? Die Waffe ist kacke. Nehmen wir die. Was hat der da rumgeknabbert? Schrotpatronen. Beschäftigt. Hat jemand anders mit zum Spielen gefunden? Dann möchte ich mich da nicht weiter davon abhalten. Aber echt. Hier waren wir irgendwie noch gar nicht. Sehr dunkel hier, Sir. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Der zuckt da noch ein bisschen rum. Ah, hier ist ein Roboter, einer von diesen Sicherheitsrobotern, die wir aktiviert haben. Sehr schön. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt hier auf der anderen Seite raus. Wer hätte es gedacht? Ja, wir haben unsere Aufgabe hier unten erfüllt. Wir haben doch einiges gefunden, was uns auch weiterhilft. Und ich würde sagen dann... Oh. Gehen wir wieder hinaus. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Polizeistation als nächstes und werden unsere Rüstung reparieren, die jetzt leider ein paar Schäden abbekommen hat. Dazu warten wir kurz den Ladebildschirm ab. Und schon sind wir wieder draußen. Ich sehe, es wird dunkel. Hier waren wir auch nicht drin. Hier noch was Tolles. Nicht so richtig. Ein Köfferchen. Ups. Na, mittlerweile haben wir... genug. Ah, Klammern. Okay. Das scheint mir ein sehr hartnäckiges Schloss zu sein. Aber jetzt hab ich's. Nee. Ja, komm, das andere brauchen wir nicht. Aber wir haben noch einen Patron und einen... Nee, das brauchen wir auch nicht, dieses Impro-Zeugs. Ich glaube, das taugt nichts. Hier liegt noch jemand. Patronen, Impact, schnelle Werte, Impro, Scharfschützen. Doch mit der Rüstung. Patronen, Patronen, Brunnen. Ach, die Pistole. Jetzt sind wir viel zu schwer. Kann kurz was noch was nehmen? Sir? Hier, mein Harm und Gut. Ja, ich möchte dir lieber was geben, da ich ein bisschen zu schwer bin. Diverses Schrott.
Mal sehen. Inventar, Waffen. Weg. Weg, 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 weg. Rüber. Dann auch weg. Ja, das reicht erstmal. Also ich glaube, man kann den ganzen Tag hier verbringen und hier einfach nur Sachen suchen. Man findet halt auch überall irgendwas. Das ist nicht so einfach. Das, am liebsten würde man ja alles mitnehmen, aber es ist so viel Zeugs hier. Das geht nicht. Und dann gehen wir zurück ins Revier, reparieren unsere Rüstung, schätzen wir den... unsere neuen Blechfreunden. Gucken, was die jetzt dazu sagen, ob wir jetzt Freunde sind. Und dann sehe ich auch schon, dass wir bald die Folge beenden müssen. Wen haben wir denn da? Das Gebiet ist sauber? Ja, Mann. Bestätigt. Na, das ist doch mal eine nette Überraschung. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt... Pech gehabt. Melde dich jetzt bei Paladin Dams. Er hat eine Mission für dich. Wenn du für den nächsten Einsatz bereit bist, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, mein Freund, aber leider müssen wir jetzt erstmal eine Pause machen. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.